So sieht das bei uns aus. So, das sind die Klamotten. Ganz gemütlich. Hey, was geht ab? So. Und freust du dich hier heute Nacht auf deine Übernachtungsmöglichkeit? Sam und Brasco haben mir nämlich ihren Wohnmobil zur Verfügung gestellt. Da kann ich nämlich heute Abend pennen. Erstmal hier die Sachen hinpacken. Aber einer muss hier bleiben, weil sonst werden wir gerippt nachher. Ja. Ich komme nicht wieder. Kannst du kurz hier bleiben? Unbedingt. Danke dir, Bro. Okay, jetzt muss ich den Sven anrufen. Bist du jetzt in dem Pinken? Ja, oder? Alles klar, perfekt. Bis gleich. Jetzt zeige ich euch nämlich den Chef der Longhorns. Das ist der Sven. Danke dir für deine Hilfe. Hallo. Wir stehen hier. Ich bin der Luke. Hi. Marvin, freut mich. Hi, Luke. Ich kenne mich mit Football überhaupt nicht aus. Wer ist der Quarterback? Du bist der? Nee, kommt gleich, kommt gleich. Wir sind auch noch nicht vollzählig. Dass er wartet, bis die Lampen weglaufen. Dann machen wir um 27. Ja, also moderiere ich an. Die Band spielt los und du kommst mit den Skilädern da raus. Alle sind komplett nervös immer. Otto Bulletproof kommt anscheinend nachher noch, weil er irgendwie auch NFL-Football spielt. Fabian, ja. Wo warst du bei der WOC-WM dieses Jahr? Einmal hatte ich zu tun und zweitens verletzungsbedingt konnte ich da. Okay. Nächstes Jahr bist du wieder dabei? Ich hoffe so. Okay, sehr nice. Wir sehen uns gleich auf der Strecke. Joey. So ist es. 24 Stunden hast du. Alter, die Wechsel müssen da hin. Ich habe gar keinen eigenen Ball, merke ich gerade. Wo kriege ich so einen Ball her? Okay, es gibt anscheinend einen Loopball, von dem ich immer noch nichts weiß. Hier hinten? Dankeschön, alles klar. Okay. Wir laufen über. Ah, fuck. Okay. Haha. Erster Mann! Ja! Erstmal Essen gefasst. Das ist mein Essen. Geil.
Wer ist jetzt drüben? Beim Fang? Ja. Carlo und Marvin. Und wer ist jetzt bei der Boxengasse? Weil wir müssen einmal einen Plan machen, wie wir das jetzt machen. Ich bin jetzt bei Jacke weg und dann gehe ich. Okay, alles klar. Bist du auch schon gelaufen? Ich bin gerade gelaufen, ja. Hier. Du auch? Ja. Wie viele Runden habt ihr so gemacht? Vier jeweils. Vier jeweils ja. immer? Ja. Das heißt, vier ist wahrscheinlich das Optimum. Da ist so, vier kann man bei einem schnellen Tempo gut durchhalten, danach ist Ende. Das sind dann immer so. Ja, wenn man langsam macht, dann hält man auch mehr durch. Aber 10 Minuten sind das, glaube ich, immer ungefähr. Mach mal blindsided. So, ich habe Defense gespielt. Oder komme ich nicht auf den Receiver? Dann ist eher, bei mir ist eher so, ja, die O-Line und Running Back und sowas. Und auch immer nicht. Versuchst du zu. Ja, ich weiß. Aber wenn, warte mal. Wo spielt ihr? In Langfeld. Langfeld, ja, habe ich auch schon. Ich habe ganz viele Jahre Düsseldorf Panther gespielt. 8 Jahre. Ja, gut, ja. Ich meine, wir haben immer gewonnen. Ja. Aber es waren gute Kämpfe. Ja, ja, ja. Seite behauptet wahrscheinlich das andere. Nein, guck mal, bis auf die Saison, lass mal kurz überlegen. 2018. Da haben wir noch nicht gegeneinander gespielt. Doch, GFL 2? Ja, ich nicht. Ach so, ja. Ich bin schon 40. Ja, ich finde es aber witzig hier, dass wir so ein Thema hier haben bei dem Film. Total gut, richtig gut. Freut einfach so. Endlich mal was. Kommt ja mal mehr nach Deutschland. Ja, endlich mal so ein Ding, wo du sagst, cool. Das ist so wirklich, hat mich Bock gemacht. Ich hoffe, mehr Leute zu begeistern. Also, das hast du ganz schön in sich. Macht sehr viel Spaß. Das Springen, also wenn man durch diese Hüpfburg läuft. Wenn ein anderer dabei ist, das kann einen ganz schön aus dem Konzept bringen, das nimmt dich aus deinem Laufrhythmus raus, das stoppt so richtig dein Tempo. Das macht das ganz schön, also meines Erachtens ist das ganz schön anstrengend. Ich gucke jetzt gerade auf die Tabelle, wer ist auf Platz 1? Ich zeige es euch mal ganz kurz. Erster Platz, 2 Runden vor Team Ruhrpott-Helden. Okay, man darf, das ist der Anfangshype, der war richtig geil. Aber jetzt erstmal konstant bleiben, weiter fighten und die Nacht durchmachen. Wir haben jetzt 21:45. So die ersten 4 Stunden sind jetzt vorbei. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir haben alles gegeben. Wir sind auf Platz 2 aktuell nur. Was mich natürlich ein bisschen ärgert, aber nicht weit hinter dem ersten. Deswegen. Die Nachtschicht ist immer sehr entscheidend. 10 Runden hinter dem ersten. Der Abstand wird größer. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich werde mich jetzt gleich ein paar Stunden hinlegen. Und dann versuche ich ein bisschen zu pennen hier so zwischen dem Lärm. Und dann bin ich morgen Nachmittag dran. Und dann habe ich ja meine 2. Schicht. Was sagst du? Wie war's? Ja, ich hab geliefert, aber der Rest nicht. Du hast halt komische Freunde. Alter! High Performer bist du. Die Gegner haben mit mir abgeklatscht und haben gefragt, wie machst du das? Wie machst du das halt? Ne? Wenn ich das hier sehe. Oh, ja. 2. Platz? Ja, 2. Platz, aber sieht nicht gut aus. Eieiei. Du musst länger da bleiben, David. Du musst mich nochmal massieren. Ja. Den Teufelspakt mit dir, den ich geschlossen habe, ne? Da komme ich nie wieder raus aus der Suche. Also, es ist ganz ungewöhnlich und ich muss sagen, es ist hart. Ich bin aber auch, muss ich sagen, auch ganz schön platt. Ich habe totale Schmerzen an den Füßen von der Wüstenlauf letzte Woche. Ja, wo? Alles. Ja? Wie viele Stunden hast du noch? Zu lang. Das ist die falsche Frage. Ich bin total müde und so, aber ist egal. Du musst hier einmal kräftig springen. Ich springe da immer fast runter. Jetzt ist da ein großes Rangeln. Das Ding ist saugefährlich. Die kommt von hinten angeknallt. Wirklich. Ich war einer von denen. Genau, ich weiß. Aber ich glaube, da ist kein Luft mehr jetzt. Stimmt, das ist kaputt. Ich weiß. Wenn man angekommen ist, dann kommt er. Daniel. Wir sehen uns Menschen, wenn du was hast. Bis bald. Daniel, der ist ein neuer Mensch. Du machst gut, ne? Ciao. Da kommt der Schlawiner jetzt gerade. Ja. Perfekt. Oh, hier. Ja. Wir haben jetzt 11 Uhr, noch relativ früh für den Spendenmarathon. Aber ich merke trotzdem, ich bin jetzt ein bisschen müde, lege mich jetzt ein paar Stunden hin.
ja, alles in allem sehr, sehr geiler erster Tag, muss ich sagen. Hat mega gebockt. Morgen ist dann immer so ein kleiner Durchhänger, bis dann dem Ende zugeht. Dann sind alle wieder so ein bisschen, sag ich mal, auf Zack. Ich bin raus. Oh, hast du noch was zu sagen? Ja, tu das hier so auf, hart mit ein paar Stunden schlafen, lass dich morgen hier Pancakes was hast du hier ins Hotel bringen. Most Muscular. Ja, ne. Komm, mach mal Most Muscular. Hier die Mr. Olympia des Wohnmobils. Okay, gute Nacht.